Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben hier zwei riesen fette XXL-Pakete. Weißt du, was drin ist? Nein. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht ganz genau. Ich habe schon was gehört. Überraschungspaket ist das. Ich habe so eine grobe Vermutung. Ich habe hier mal ein bisschen mitgehört hier zu Hause, was so hier besprochen wurde. Also als Tipp oder als Hinweis kam, dass man die in Berlin zum Beispiel auch gesehen hat, die Teile. Leute, wenn ihr es wisst, schreibt es rein. Und jetzt würde ich sagen, ich glaube, das Klinge macht gerade. Ich glaube, Ash weiß jetzt, was drin ist. Okay, Ash ist offen. Oh. Ich nehme das jetzt raus. Einmal ziehen einfach, oder? Ja. Warte, einfach am Boden verschieben. Oh! Gott, das ist doch schwer. Jetzt hoch. Machst du hier frei? Ja, das Ding ist echt schwer. Alter, was? Junge, ich hoffe, das Ding müssen wir nicht aufbauen. Das Ding ist geil verpackt. Und die Seite sieht genauso aus. Mein Gott. Nein, nicht eigentlich. Das weiß ich nicht. Okay, hier ist ganz viel Styropor. Ja, es sind Einzelteile. Ernsthaft? Oh Gott, wie soll man denn das hier raus? Das ist das schwierigste Unboxing hier. Oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Alter, das Ding ist geil. Oh, der Lenker ist auf jeden Fall stark vorhanden. Ich würde sagen, das Ding kommt einfach irgendwie rauf, ne? Aber ich glaube, man sollte es lieber gleich genauer anschauen. Das Ding steht. Das zweite, das ist nicht das gleiche. Ich weiß nicht, was da drin ist. Weißt du, warum es steht? Styropor hält es doch. Erst nicht. Gut, das hat niemand gesehen, oder? Also, ich frage mich, ob das gleiche ist. Also, was ist das? Ist das einer ein kleiner, also ein Roller, ein kleiner E-Scooter? Leute, schreibt mir an der Stelle gerne mal rein. Soll ich euch mal Das ist ein Stunt-Roller mit Motor. Bist du schon mal E-Roller gefahren? Nein. Nee? Höchste Zeit, würde ich sagen. Jetzt erst auf dem Stunt-Roller. War es mal lustig. Hä? Gut, dann würde ich sagen. Hände ist auch viel höher. Wir müssen erstmal alles rausholen. Der ist auch viel höher und alles. Keine Ahnung, wie wir irgendwie anfangen sollen, ehrlich. Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal alle Teile zusammen, versuchen das Ding irgendwie aufzubauen und dann natürlich auch noch zum Fahren zu bekommen. Was natürlich auch geil wäre noch. Also heute wird noch gefahren. Wir haben es auch schon die aufladen noch. Es sind ein bisschen vorgeladen, ein bisschen. Ja, wir wollen alles gleich sehen. Ja. Also, ich habe gerade rausgefunden, hier muss man doch irgendwie nur vier Schrauben anschrauben und dann ist man fertig damit. Das macht ganz sehr leicht. Übrigens ist Leon auch mittlerweile hier. Der vielleicht zu Besuch ist. Vielleicht darf er auch fahren. Das überlegen wir uns am besten nochmal. Okay. Also, der erste Roller ist demnächst fertig und ich würde sagen, das kann bocken, glaube ich. Ich glaube, ich bin auch gespannt, wie schnell die Dinger fahren. Ich glaube, sie dürfen 20 oder so fahren. Na gut, ich würde sagen, wir bauen erstmal zu Ende weiter auf und dann, also ich guck mal gleich. Ja, aber ich glaube, der hier ist ein bisschen groß für mich. Die Vermutung habe ich auch. Warte mal. Sehen wir gleich, oder? Wenn ich hier so draufstehe, naja, doch geht. Oh Gott. Nein, ich würde sagen, perfekte Größe für mich, was? Ja. Ich würde sagen, Schrauben ran und dann fahren wir gleich nochmal. Also, die vier Schrauben sind fest. Ich habe keine Ahnung, ob hier jetzt irgendwas funktionieren wird. Oder nicht. Ich drücke auf den Anknopf. Oh mein Gott, das Ding hat Licht. Guck. Okay, 0 Kilometer. Der Akku scheint voll zu sein. Außenblick bitte. Oh mein Gott, okay. Drin sollte man damit lieber nicht fahren. Das Ding ist geil. Das ist richtig geil. Und übrigens, der zweite hat mir kurzzeitig gedacht, dass das Ding kein Elektroroller ist, weil es irgendwie dünner ist, leichter ist und irgendwie scheint es doch Elektro zu sein. Deswegen, du musst an. Erst du kannst nicht einfach so starten. Du musst ein bisschen rollen. Ein bisschen mehr rollen. Treten! Das Ding beschleunigt echt nicht. Vorsichtig, genau. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir müssen damit auf jeden Fall noch raus, um zu gucken, wie schnell das Ding ist. Aber jetzt erstmal zum zweiten, denn der ist vorbei aufgebaut. Ja, wie man sieht, Leon fährt auf jeden Fall sehr professionell. Das Ding ist auch hier wireless mit hier wireless Lenker. Guck mal, kannst du auch abnehmen, wenn du fahren möchtest. Nee, wir müssen erstmal gucken, wie es hier reingeht. Na gut. So, das ich würde sagen, bis gleich. Schnell. Bockt? Jo. Leute, der Meister, der Baumeister, überhaupt der Baumeister hier. Oh ja. Hat das Ding abgemacht. Jetzt muss man hier das so entsprechend halt reinstecken. Und wie man sieht, ist es doch Elektro. Wir hatten echt kurz gedacht, das Ding wäre nicht elektrisch, aber Start und Bremsen. Na gut. Ich würde sagen,
erstmal ein bisschen reinschrauben das Ganze und dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder, wenn es funktioniert oder nochmal, wenn es nicht funktioniert. Mittlerweile haben wir es auch draußen geschafft und die beiden Jungs rasen da schon ein bisschen rum. Na? Wie ist so? Na, macht Bock? Ja, weil ich fall. Mach nicht Bock? Ja, aber doch, mach Bock. Richtig. Dann let's go, komm. Go, 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 go. Jetzt gibt es ein kurzes Wettrennen zwischen Ash und mir. Mal schauen, wer gewinnen wird. Hier bei Leon ist die Ziellinie. Und wir werden jetzt erstmal ganz kurz da hinten hinfahren zum roten Schild. Und ab da geht es dann hier hin und jetzt kommt ein Auto. Sagen, Ash hat gewonnen. Ich würde sagen, Ash war als erstes durch, aber ich muss sagen, das Ding ist richtig geil und man kann damit auch ordentlich schnell fahren. Also ich finde 20 km/h ist echt gut. Also ich meine, das kommt einem richtig schnell vor. Ne? 20. Das, guck, da ist dann Tacho-Dings drauf. Also ich würde sagen. Mir stand noch gar nicht 20 drauf. Nicht? Immer nur 18. 18? Ja, würde ich sagen, höchstens einmal ein bisschen schneller zu fahren. Also ich würde sagen, wir fahren noch ein bisschen und dann geht's noch weiter. Und. Ey, 18 schon? 19? 20 und bergauf! Bei mir 17 bergauf! 17? Aber bei mir war 20 gerade. Wollen wir mal kurz bergab fahren? Warte, 17. Aber meiner ist schneller als deiner! Und ich beschleunige nicht ganz. So, warte. Einmal umdrehen. So, berg runter. Also, was heißt Berg? So, kleiner Hügel runter. Los geht's, okay, komm. Meiner fertig. Ah, doch jetzt. Okay, 18. 22,4, ne, schneller geht nicht. Ne, 22,4 ist Maximum hier bei dem. Okay, wissen wir jetzt auch gut. So, und bremsen. Und wie viel war bei dir schnell? 19,5 nur. Bei mir war 22,4. Oh mein Gott, er ist sogar noch ein bisschen leichter. Okay, ihr beide, let's go. Was ist eure Höchstgeschwindigkeit? Sehen wir gleich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es hat richtig Bock gemacht, finde ich, auf den Rollern zu fahren. Wie findest du es? Gut. Bester Leben. Ich glaube, ja, gut. Ich würde sagen, wir können langsam wieder reingehen. Das hat auf jeden Fall echt mega Bock gemacht. Die Dinger sind echt richtig flott. Also 20 km/h hört sich jetzt erstmal wenig an, aber es ist echt schnell. Ich glaube, die beiden mögen es auch sehr, oder? Ja. Okay, mit Tempo, no foot. No foot, Tempo, was? Mit Tempo, mit Geschwindigkeit, no foot, okay? Okay. Okay, komm. Jo. Leute, ihr müsst wissen, die umrunden mich jetzt die ganze Zeit auf dem Rückweg. Na, wie schnell? Wie schnell? Ja. Wie schnell? 5, 21. Genau, 21. Was war eure Höchstgeschwindigkeiten? Also auf dem 20,9 und auf dem 22,7. Oh, ich habe bei dem nur 22,4 geschafft. Vielleicht liegt es einfach am Gewicht. Vielleicht. Wahrscheinlich sogar. 22, stabile Quoten, würde ich sagen. Also, 2 km/h mehr als mit den Dingern scheinbar erlaubt ist. Toleranzabzug und so, ne? Leute, die beiden Jungs sind mittlerweile auch verschwunden. Die fahren die ganze Zeit irgendwie hier Runde für Runde Roller. Ja, die sind einfach jetzt weg. Ich glaube, die werden auch nicht mehr wiederkommen, aber ich würde sagen, ich beende mal lieber mal das Video hier. Also lasst einen Daumen nach oben, da vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir haben gesagt, wir haben so Bock drauf. Wir haben das so toll da. Ja, ich, die kann man. Nicht mehr aufhören. Die sind weg jetzt, ich sag's dir, die sind einfach weg. Ich komme nie wieder. Ich sehe sie ja halt nicht mehr. Sie fahren die ganze Zeit da unten. Sie kommen hierher, melden sich kurz an, dann fahren sie wieder weiter und dann kommen sie wieder hierher. Die werden nie wieder zu Hause auftauchen, also richtig. Na gut, bis zum nächsten Mal, euer Max und euer Ash. Ich verabschiede mich mal von ihm auch mit. Bis dann und ciao, ich sehe den. Na gut, nee, sie fahren weiter weg. Okay, ciao.